Viel Spaß bei Big Brother, wünscht Vivi. Wieso kommt man nie zu mir? Ich denke, wir sind ein geiles Team. Warum kommt man nie zu mir und sagt... Weil du nicht meine Freundin bist, deshalb. Ach, meine Freundin. Meine Freundin. Hier drin hat man keine Freunde. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Stunde der Wahrheit bei Big Brother. Kommen Sie mal gerade her. Ja, genau, Sie. Hätten Sie vielleicht Interesse daran, ein A zu kaufen? Psst, doch nicht so laut. Genau, dieses A. Mit dem könnten Sie nämlich hervorragend auf dicke Hose machen. Und zwar beim Big Brother Buchstabenmatch. Wählt jetzt bitte pro Team die beiden Bewohner aus eurem Team aus, die den größten Wortschatz haben. Zwei Leute. Ja. Und haltet wir hier ein bisschen enger. Vielleicht kommen wir ja heute rüber, dann will ich rüber. Welche Aussage? Ja. Werde ich auch sagen. Ach du Scheiße. Beim heutigen Match Buchstabensalat müssen die Teams aus den Buchstaben der Worte Big Brother in 8 Minuten möglichst viele neue Wörter bilden. Auf die Plätze, fertig, los. Gib. Tor. Tor. Rot. Brot. Da ist noch eins. Herd. Herd, hast du? Herd. Gib. Brot. Bei 4, Brot. Herd? Herti vielleicht? Nee, oder Herd. Herd, schreib Herd. Herd, schreib mal mit D. Nee, mit D? Ja, Herti, vielleicht jetzt nur mit T, wer wird? Ich schreibe einfach alles auf. Ich bin eigentlich gut in Deutsch, ich kann auch die Grammatik. Also ich kann, ich sehe die Kommas und alles, wie es hin muss. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Ach Quatsch, ich bin falsch, Entschuldigung, Mann. Rote? Roter. Bei 5? Und bei 4 rote. Also ich weiß schon, dass ich alles mit Wörtern, mit deutscher Sprache oder auch mit Rechtschreibung oder so nicht so schlecht bin. Tobi? Hm. Das ist ja kein Wort, das ist ein Name. Ein Name, na und? Irgendwas mit H am Anfang. Mit H? Horch. Ach du Scheiße, sind wir denn blöd? Mir ist da überhaupt nichts eingefallen. Also wenn dann eben wieder was eingefallen ist, dann war mehr Nicole. Ich stand da wie so ein Vollidiot vor der Tafel. Reit. Aber schreib einfach Reit hin bei 4 Buchstaben. Reit, vielleicht gibt's das. Versuch mal eins mit 6 zu machen. Vielleicht gibt's Reik. Reik, gibt's bestimmt. Mach es einfach hin. Tore bei 4. So, irgendwann hat man das erste Pulver verschossen und dann wird es schon schwieriger. Dann versucht man mit den Konsonanten, die da drin sind, irgendwelche Wörter zu finden. Hot. Was heißt das? Na, heiß. Achso, nur die deutsche Sprache. Deutsch. Tolles Match, fand ich auf jeden Fall. Unheimlich viel Spaß gemacht, also ein bisschen Kopf anstrengen und so, fand ich schon geil. Hört, mit denen noch, mit 5 Buchstaben. Hört. Ohr, bei 3. 10 Sekunden noch. Rohr. Rohr? Wir haben kein Rohr, ja doch. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Das Team Normal hat aus den beiden Worten Big Brother 26 neue Worte bilden können. Wie? Und das Team Reich hat aus den beiden Worten Big Brother 20 Worte bilden können. Wechsel- und Bestrafungsmatch war, bedeutet, dass der Sieger das Team Normal natürlich im reichen Bereich bleiben darf, der Verlierer das Team Reich. Der Wechsel findet auch dort statt, und zwar werden Jupp und Michael zurückziehen in den normalen Bereich und die beiden Verlierer des Matches, Nicole und Carsten, ziehen auf Ansage später in den Survivor-Bereich. Ich werde hier kein Match mehr besteuern. Boah, nein, ey. Carsten!
Thorsten, was ist los mit dir? Motzt du noch oder denkst du schon? Ich sage nur, entdecke die Möglichkeiten. Allein mit Nicole im Survivor-Bereich. Ja, da mache ich mir doch nicht nur warme Gedanken, da gehe ich doch wohl ran. Austausch von Körperwärme. Zwei Leute in einem Schlafsack. Richtig warmes Kuscheln, Lagerfeuer, Romantik pur. Ey, du merkst wohl gar nichts. Carsten, komm noch mal zur Ruhe und überdenke deine Einstellung. Ich möchte hier kein Mensch mehr bestreiten. Ich stand da gerade wie ein Arschloch vor der Tafel. Das gibt so viele Worte, ich saß gerade auf dem Klo. Rot haben wir, glaube ich, gehabt. Aber zum Beispiel Brot, ja, aber was Rote. Big Brother, erklär doch mal. Big Brother, die Buchstaben, die im Big Brother vorkommen, da sollst du jetzt neue Worte draus bilden. Alles, was dir jetzt einfällt. Zum Beispiel Rot, alles. Rot, Tor. Wie lange hast du Zeit? Acht Minuten. Rot, Rot. Das haben wir doch alles gemacht. Denkst du, wir sind blöde? Wir standen da vor und wir haben Worte gebildet ohne Ende. Also, Salute, auf euch. Auf schon wieder ein gewonnenes Match. Ich stehe da wie ein Idiot. Mag ich nicht mehr. Und wenn es griechische Inseln sind, habe ich auch keinen Bock. Jeder Grundschüler hätte besser gemacht. Da hilft alles nichts. Carsten und Nicole müssen in den kargen Survivor-Bereich ziehen. Was mich richtig fertig macht, ist, dass die Pfeifen da drüben pfeifen. Uns niedermachen mit einer einzigen Person. Die macht das ganze Team hier platt ohne Ende. Ja, und die lachen uns jetzt aus. Ich glaube, die kannst du so in einen Boxring schicken mit Jupp und die haut Jupp voll auf die Fresse. Und dann nimmt sie sich mit Franzi in den Arm und sagt, yeah! Oh, Casey! Und Jupp liegt in der Ecke und blutet noch und da schreien ihr schon einen Freundschrei. Nächstes Mal, wenn wir nochmal gewinnen sollten, dann werden wir das genauso machen. Und wenn ihr schon bin, dass der Tier so dreckig ist, dann werde ich noch lachen. Ha, ja, hey Baby. Hey, die Mittelfinger geht mir alles hier dran vorbei, weißt du das? Ob ich hier bin, da bin oder da bin, ist mir doch scheiße. Ja, wo ich bin. Lass den Abwasch stehen, geht schön Dingens hier machen. Schmeiß das Papier nicht weg, leg das an die Seite. Denn die kommen irgendwann. Die kommen irgendwann, genauso musst du denken. Kommen. So oder so. Irgendwann kommen Menschen, wo wir hier. Die haben sie jetzt das Hirnweich gekauft hier drin, oder? Mein Hirn ist inzwischen sehr weich. Was machen wir denn jetzt die ganze Zeit, Mann? Knuddeln. Das war noch mal kurz ein Gag oben drauf. Viel Spaß. Und lasst euch gut schlafen da drüben. Team Rich the Bitch. Also komm. Das schafft das schon. Wie macht ihr? Ja, Team Rich the Bitch. Ich gehe jetzt mit Nicole in den Survivor-Bereich und kann mit Nicolechen zusammenbleiben. Ist doch herrlich. Da träumen noch bestimmt Millionen von Männern davon. Oh, das ist mir doch sowas von egal, ob da Millionen Männer von träumen. Ich träume davon. Boah, der Hammer. Ey, meine Güte. Ah! Und Sie, ja? Sie kommen jetzt mal nach hier. Kommen Sie jetzt mal nach hier kommen, korrekt. Denn jetzt gibt es eine Mitteilung von Big Brother für Jupp, korrekt. Hallo? Komm mal bitte nach hier. Regelverstoß. Wer du? Vor zwei Tagen hat Big Brother dich dabei ertappt, wie du an den Filterzigaretten aus einem anderen Bereich, ich habe schon gesagt, das war mein Bereich gewesen, gezogen hast. Voller Sand. Ich habe nämlich keine Schuhe mehr. Und ob du so viel Zeit. Dies ist dir während deines Aufenthalts im Survivor-Bereich nicht gestattet und gilt als Regelverstoß. Zur Strafe musst du die nächsten 8 Stunden Schwimmflossen tragen. Ich habe so süß. Süß, wa? Warte, damit er auch was. Ey, ich wollte ja noch trainieren. Wer soll im Haus bleiben? Wählen Sie die 01379 5050 und für Michael die 58. Für Nathalie die 59. Für Nicole die 60. Für Peggy die 61. Für Sascha die 62. Und für Toni die 63. Wer hat denn das gesagt? Franzi hat's gesagt. Ja, und? Aber hat sie es genau so gesagt? Ja, sie hat's so gesagt. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ja, du warst doch dabei, dass ja, du daneben gestanden. Wir haben schon drüber nachgedacht. Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Nach Nathalies Stunde der Wahrheit fliegen die Fetzen. Gleich. Jetzt probieren. Wild Cherry. Der neue Geschmack von Powerade.
Get up, stay up. Powerade. Warum kaufen Sie eigentlich Nimm 2? Nimm 2? Die habe ich als Kind schon genascht. Orange und Zitrone, richtig erfrischend. Mein Kleiner sieht das heute genauso. Der kommt immer und will gleich 2. Naja, schließlich heißen die ja auch so. Aber im Ernst, bevor er irgendwas nascht, da gebe ich ihm lieber Nimm 2. Nimm 2. Vitamine und Naschen. Traumhaft, so Winter genießen. Alle wollen hin, wenn die Wintersonne ruft. Südtirol, die Magie der Vielfalt. Eiskalt, glasklar und absolut rein. Wodka Gorbatschow, des Wodkas reine Seele. Ich hätte Lust auf ein kleines Abenteuer. Sie wird noch schneller. Ausgezeichnet mit 3 Golden Globes. Wir haben Deutschland und Japan besiegt. Wer sind Sie schon? Darunter bester Film und Leonardo DiCaprio als bester Darsteller. Aviator, jetzt im Kino. Erleben Sie den ganz großen Genuss von Aoste auch mal klein und handlich. Stickado, luftgetrocknete Mini-Salamis. Einerseits typisch aromatisch, andererseits einfach überall zu genießen. Jetzt auch als Mini-Pack. Stickado von Aoste, spontan mediterran. Damenboots zum Jubiläumspreis von 15 Euro. Jung anziehen, jung wohnen, jung bleiben. Neckermann macht's möglich. Im Katalog oder bei neckermann.de. Deutschlands bestem Onlineshop. Jetzt neu von Fanta. Fruchtiger Orangengeschmack mal anders. Tropical Orange plus Peach und Splash Orange plus Lemon. Ah, ein Ferkellift. Jeden Tag ein neues Abenteuer auf dem Bauernhof von Lego Duplo. Blue Lagoon. Do you really want to hurt me? Ab jetzt im Handel. Wollen wir doch mal gucken, wie den Leuten Obstgarten so schmeckt. Mmh. Mein schmeckt lecker. Und ihr? Mund auf. Mund zu. Früchte und locker leicht aufgeschlagener Quark. Das ist der leckere Obstgarten. Obstgarten, sowas von lecker. Lieber Andreas. Liebe Linda. Hiermit gratulieren lieber wir zum 10. Firmenjubiläum. Nora. Alles ganz Liebe. Und Christoph, du glaubst wirklich, dass wir der ganzen Firma... Na klar, bei der Post hat sich seit der Privatisierung 1995 so viel getan. Die Internationalisierung. Der Börsengang. Die Deutsche Post ist die schnellste Post Europas. Die Postbank gilt als Deutschlands beste Bank. Und DHL. Die sind in China genauso unterwegs wie in den USA. Thomas. Und DHL ist der weltweite Expressservice Nummer 1. Richtig. So, das war's. Wir danken unseren Mitarbeitern auf der ganzen Welt für 10 erfolgreiche Jahre. 380.000 Briefmarken für Gottschalk? Und wie machen Sie sich wetterfest? Das war's vom Wetter. Ihnen noch einen schönen Morgen. Bei dem Wetter braucht man halt gute Abwehrkräfte. Deshalb trinke ich jeden Morgen Actimel. Actimel schmeckt richtig gut und hat diese besonderen Actimel-Kulturen. Die stärken die Abwehrkräfte. Ich trinke es regelmäßig und mir hilft's. Probieren Sie es doch auch mal. Machen Sie sich wetterfest. Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Wollen Sie auch Post von uns? Dann schreiben Sie an Deutsche Post AG, Stichwort 10 Jahre, 53083 Bonn. DJ Bobo. Die neue Hitsingle. Pirates of Dance. Jetzt. Ich fliege dich. Zum Beispiel nach Malaga oder Valencia. Ab 29 Euro. Die Fliegenpreise der neuen Condor. Neu.de, die Partnerbörse. Brillant. Söhnlein, brillant. Aus den Weinen eines Jahrgangs. Brillant. In der Tat. Söhnlein, brillant. Neue Liebe, neues Leben, neues Glück. Neu.de, die Partnerbörse. Hallo. Hä?
Hey, nicht so stürmisch. Kriegt doch jeder eins. Lecker. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Kein Wunder, dass es den Kindern so gut schmeckt. Ist ja auch zum Anbeißen. Knackig, kühle Schokolade und eine Creme aus frischer Vollmilch. Na, geht's dir auch gut? Kinderpingui, das Milchdessert zum Anbeißen. Für die ganze Familie. King Arthur, der Director's Cut. Unzensiert, 14 Minuten mehr Action. King Arthur, jetzt auf DVD. Für unseren Grießpudding verwenden wir nur beste Landmilch von ausgesuchten Bauernhöfen. Landliebe Grießpudding mit bester Landmilch, reinem Weizengrieß und frischer Sahne. Ohne künstliche Zusatzstoffe. Black Winter Party. Die größten Partyklassiker aller Zeiten auf einer Doppel-CD. Mit Snoop Dogg, D12, The 411, Houston, Jamelia, Jay-Z, Nerd, Exhibit und vielen anderen. Black Winter Party. Nur die bringt das Eis zum Schmelzen. Hickmann ist echt geil. Monstermilchig. Nur Super Dickmanns ist Super Dickmanns. Super Dickmanns in der frische Box. Ich habe versucht, aus diesem Zimmer rauszukommen und das Wasser stieg und stieg und stieg. Und ich habe die Tür nicht aufgekriegt. Die Flutkatastrophe in Südostasien ist eine der schlimmsten und verheerendsten Naturkatastrophen seit Menschengedenken. Wenn Sie helfen möchten, mit jedem Anruf spenden Sie Geld für die Flutopfer. Helfen Sie. Mit jedem Anruf spenden Sie automatisch 5 Euro. Telefon 0900 111 33 88. Oder überweisen auf Kontonummer 4x15 bei der Sparkasse Köln-Bonn. Bankleitzahl 370 501 98. Music at RTL 2 empfiehlt den Albumtipp. Der RTL 2 Album-Tipp. Die spannendste Fernsehserie aller Zeiten. Wer hier nicht zuschaut, der verpasst ein Stück Fernsehgeschichte. Einer der gefährlichsten Drogenbosse der Welt im Besitz eines neuen biologischen Kampfstoffes. Jack Bauer hat nur noch 22 Stunden, um die Menschheit vor ihrer schlimmsten Katastrophe zu beschützen. Ich habe seit 12 Jahren mit Viren zu tun und habe noch nie etwas derartiges gesehen. Doch wie bekämpft man seine eigene Vergangenheit? Du willst doch hier raus, oder? Dann halt's Maul und tu, was ich sage. Hast du mich verstanden? 24, die dritte Staffel. Noch ist es nicht zu spät zum Einsteigen. Eine neue Folge am Mittwoch um 22.10 Uhr. Alles neu im Januar bei RTL 2. Es regnet und stürmt, das Wetter macht allen zu schaffen. 2700 Kalorien fast in einem Tag, das musst du mir überlegen. Doch die ersten Erfolge, ich bin am Gürtel, ich bin an der Hose, motivieren die Gruppe durchzuhalten. Und ich bin hier stark und ich ziehe das auch durch, aber das kostet Kraft, hier so stark zu sein. Durch dick und dünn, ein echt fettes Abenteuer. Donnerstag um 21.15 Uhr, gleich nach Mamma Mia bei RTL 2. The Game von Mac and Recorder mit dem Matchmaster aus dem Big Brother Haus. Sicher dir eine der ersten Scheiben jetzt im Netz oder ab Montag bei deinem Plattendealer und gewinne eine Teilnahme an einer Big Brother Challenge. The Game ab Montag im Handel. Wie viel? 7, 2, 8, 9. Jetzt geht's weiter bei Big Brother mit wie viel? Willkommen zurück bei Big Brother.
Gleich schlägt hier für Natalie die Stunde der Wahrheit. Und während die bereits im Sprechzimmer auf heißen Kohlen sitzt, sitzen im kalten Bereich Carsten und Nicole und machen quasi schon mal ein kleines Warm-up. Näheres dazu sehen Sie jetzt. Das ist mir äußerst unsympathisch geworden. In letzter Zeit. Schütze oder? Schütze, ja. Extrem unsympathisch, extrem unsympathisch. Bei mir nur, eigentlich mag ich sie ja. Ich habe ja auch vor einer Woche bei diesem, als wir diese zwei Tische hatten, meinte ich ja auch, am Anfang hat sie mich null interessiert eigentlich. Dann mag ich sie. Aber es kommt mir in letzter Zeit alles so künstlich vor. So ständig sich freuen und rumschreien und beim kleinsten doofen Spiel voll abgehen. Allein beim Tennis, ja schon eine Party macht sie daraus. Okay. Was eigentlich beneidenswert ist. Weil mit dir wird es aber, glaube ich, nie langweilig. Du hast immer bitte? Action, glaube ich. Nee, dann möchte ich lieber meine Ruhe haben. Aber ich finde auch interessante Gespräche immer wichtig und nicht auch nur diese Gerüle. Aber es ist halt irgendwie manchmal so aufgesetzt, weißt du, wie ich meine? Naja. So, es kann doch nicht realistisch sein, dass man immer ständig... Boah, ich glaube, die ist sogar so. Die ist so. Ich glaube, die ist wirklich so. Na, gerade wenn du vielleicht ein bisschen angepisst bist, geht es ja tierisch auf den Sack. Aber trotzdem müsste sie nichts ändern, weil es ja dann dein Problem, weißt du? So, und jetzt ist hier wieder Schluss mit lustig. Kommen wir zur Stunde der Wahrheit für Natalie. Und meine Damen und Herren, ich war diesmal ganz klar dafür, diese Stunde der Wahrheit ausnahmsweise mal unter der Dusche stattfinden zu lassen. Hat aber leider nicht geklappt, weil Geraldine wieder stundenlang das Badezimmer blockiert hat. Also, für sie ändert sich jetzt nichts. Wie immer, die Stunde der Wahrheit in Klamotten. Für sie ändert sich nichts. Für mich sieht das ganz anders aus. Aber sie beschäftigt sich auch ein bisschen wenig vielleicht auch mit dir so. Also ich habe so den Eindruck zwischendurch so, sie beschäftigt sich mehr mit den Männern als so mit dir. Sie kommt ja auch nicht so in ihrem Team zurecht bis vor kurzem und trotzdem sieht man sie nur lachen, weißt du, wie ich meine? Ja, aber das hat schon so, finde ich, so einen leichten Hang zum Irren. Das ist so leicht verwirrte... Schon ein bisschen anstrengend war manchmal, weil ich so mitkriege. Weil am Anfang... am Anfang viel zu extrem für mich. Zu extrem? Egal was. Ja, mit Hahaha und Hihi und Ding, was weiß ich. Und dann, ich habe auch schon Abstand gewonnen, weil am Anfang war ich ja wirklich so... Genauso wie wenn ich mit Natalie, wenn ich die vielleicht einen Abend irgendwo treffen würde. Dann wäre das ja vielleicht alles noch okay, wenn ich aber jeden Tag dieses... Geschnatter und dieses dann fängt es ja nun schon irgendwann an zu nerven. Und so geht es mir mit dem Gesichtsausdruck. Wenn ich schon diesen Gesichtsausdruck sehe, kann ich schon reinschlagen. Wie fandest du den Strip? Ganz gut. Ich glaube, ich sag, hast du besser nicht. Ich zeig für jede Situation auf. Ach du nö, nee, dann mach das. Ey, ist die eklig oder was? Stört's jemanden, wenn ich mir einen Zigarette anzünde? Das ist aber ja. Ganz bestimmt nicht, aber auch bitte. Ey, ist die eklig. Ich will hier nicht. Ich kann auch nicht. Ich kann nicht sehen haben. Fragen, junge Dame, ja, sie kommen das war ja wohl ein Scherz. Aber ich werde dann einfach rübergehen, deswegen. Ekelhaft. Ja, aber so viel war ein Rücksichtsdrama schon Ihnen nicht erwartet. Nicht zu schneller. Und ich sage dir. Das sieht aber gut aus, was? Vier Stiche. Ich habe gestern nur mal gesagt, das Schreien soll sie weglassen. Mit was? Das Schreien. Ja, aber das passt irgendwie auch zu allem. Nee, während des Trips. Ach so, ja, aber passt trotzdem zu allem. Ich finde es komisch, während ich strippe, rumzuschreien. Ja, eben deswegen sage ich, das passt wie die Faust ins Auge in dem Fall. Und ich hasse... Ich wollte schon hingehen. Jede Bewegung hasse ich. Ich hasse es, wenn... Wenn es prostituiert aussieht. Ich hasse es. Und wenn es meine Freundin wäre, ich würde ihr eine klatschen links und rechts. Ich würde es echt so tun. Aber ich habe keine Freundin, die so ist. Ich weiß, ich wollte schon hingehen und sagen, hey, mach doch einen Gang zurück, bitte. Weil sonst ist alles vorbei und gut war.
Das habe ich gedacht. Nee, ich denke dann immer nur, was denkt er darüber, weißt du? Ja. Der Freund. Weil ich glaube, kein Mann möchte so eine Freundin haben. Glaube ich nicht. Ich habe auch zu ihr gesagt, weil sie trinkt von meinem Glas. Und ich gebe eine Spitze, habe ich gesagt, erst schlabbern hier mit anderen und dann von meinem Glas trinken, sage ich, sehr widerlich. So einfach nur so, dass ich halt mal sagen konnte, was ich da, was ist, wie ich das so sehe. Weil es war nur ein Appelschlabber. Und mit Isa ist es sowieso nicht gut. Ich finde es auch scheiße, dass mit Isa passiert ist, weil Isa steht auf Frauen. Und Isa hat dann, es wäre genauso, wenn ich mich hinstellen würde und mit Lilo rumknutschen würde. Und egal, Mann, Frau, tralala, hin und her. Man sollte doch wenigstens sein Selbst bewahren. Sein seine Stolz. Ehre bewahren, ja. Tja, also eins habe ich ja jetzt auf jeden Fall erfahren. Nathalie kann minutenlang auf einem Stuhl sitzen bleiben, ohne sich auszuziehen. Ja, hey, Respekt! Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Jetzt ist natürlich die Frage, kann sie noch mehr? Kann sie eventuell sogar dabei reden? Ich bin gespannt. Also von Carsten ist auch hundertprozentig klar, weil Carsten ja über jeden hier drin schon gesprochen hat. Und ich sage einfach nur, wenn man mit sich selbst unzufrieden ist, dann sucht man immer die Fehler bei anderen. Ich meine, dass ich bei ihm nicht strikt, das ist klar, bei ihm geht ja auch nicht mehr. Vom Carsten bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich das mitbekomme, dass er gesprochen hat. Und er aber nicht den Arsch in der Hose hatte, offen und ehrlich das zu sagen, was er denkt. Und das finde ich einfach nur schlecht und ich finde es einfach nur falsch. Und wenn ein erwachsener Mann sich so bei jemandem äußern muss, ich meine, er war ja jetzt bei jedem Stunde der Wahrheit dabei, finde ich das einfach unter die Schublade. Also finde ich keine Worte für den Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat mit allen Menschen hier drin ein Problem mal gehabt oder hat es noch. Und von daher nehme ich das jetzt nicht so auf die Fährte. Und von Franzi habe ich eh nicht so einen Bezug, also ist mir das jetzt nicht so wichtig. Und sie tut sich auch mit dem einen oder anderen mal auf den Mund küssen und Knutschi da und da und zum Gegensatz jetzt zu der Isa und mir. Okay, die Isa steht auf Frauen, verstehe ich. Aber die Peggy steht auch auf Frauen. Und die Bede knutschen sich auch und streicheln sich in die Nacht. Also von daher sagen wir da, was ist gut und was ist nicht gut. Also von der Fährte sehe ich es auch relativ normal. Das ist nur mal so für mein Lachen. Es gibt Leute, die schnarchen ja total viel. Das ist genauso eine vielleicht negative Eigenschaft wie vielleicht mein Lachen, aber ich kann es eigentlich nicht anders. Ich bin einfach so. Ich bin ein sehr offener Mensch, aber ich kenne meine Grenzen. Ich weiß ganz genau, wann Schluss ist. Also ich würde keinen Mann irgendwie an mich ranlassen, weil ich ja nur noch einen Freund habe. Bloß wenn ich hier reingekommen wäre und ich wäre ganz ruhig gewesen und hätte dann hätten sie genauso geredet, weil dann wäre es wieder die Brude Kuh gewesen. Also für jeden ist es irgendwo verkehrt, wie man sich verhält oder nicht verhält. Also von daher ist es okay. Wow, also ich muss ja sagen, bis jetzt ist Nathalie noch ziemlich warm and fuzzy geblieben. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert, wenn sie zurückkommt ins Haus. Ich meine, ich kenne ja normalerweise nur die Wanne eikler Frauen. Und da würden jetzt die Fingernägel ausgefahren, nochmal schnell nachgeschliffen, Gift und Galle gespuckt und da hätte jede Alte der Franzi sofort in die Fresse gekloppt. Naja, in Wanne eikel. Was im Big Brother Haus passiert, das sehen Sie jetzt. Die Zeit ist reif, sich mit den Bewohnern auseinanderzusetzen. She's coming, she's coming. Du, 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 du. Du musst ja Kaffee machen oder willst du nicht? Kaffee. Immer noch auf Pilz auf Kuchen. Latte Macchiato? Olle Natter. Immer noch Pilz auf Kaffeekränzchen. War nicht so gemeint. Hi. War die Unterhaltung im Survivor von mir dabei? Was war denn alles dabei? Ich sag dazu nicht. Generell nicht. Willst du drüber reden? Nee, möchte ich nicht. Ich werde jetzt auch nicht hier rumtratschen und der war dabei und der war nicht dabei. Also ich habe mit mehr gerechnet, das waren nicht viele Leute, das waren bis hast du mit dem gerechnet, vier. Was da ist? Ja. Vier Stück waren es nur? Ja. Vier Stück? Ja. Vier verschiedene Leute nur? Ja, und die anderen so drumherum, aber da war nicht so viel. Okay. Und ich kann nur eins dazu sagen, von wegen der Carsten wäre so ehrlich, der Carsten ist für mich das
Schlimmste, was ich überhaupt je erlebt habe. Und dass die Gürtellinie das weißt du, allerletzte. Tag, hier ist für mich so falsch, so hinterfotzig, dass ich sage, dass es, mit dem Mann möchte ich definitiv kein Gespräch mehr führen. Gar nicht mehr. Natalie hat ordentlich eingesteckt. Der Moment für ein paar klärende Worte. Prostituiertes Verhältnis ist schon sehr heftig. Ich glaube, da sind hier einige schlimmer. Ich finde das Wort sehr falsch ausgelegt. Und das ist total schlimm. Das ist das Schlimmste, was es gibt, ey. Nee. Oder ja, nicht das Schlimmste, aber das ist das. Aber man sagt das noch nicht mal zu einer Prostituierten, die das ausübt. Finde ich. Du hast ein prostituiertes Verhalten, hallo? Ich finde, das macht man nicht. Dann kann ich lieber sagen, dein Verhalten ist scheiße und. Kotzt mich an, oder? Genau. Na, wär's auch einfach mal sehen, wie andere Leute über so eine Sachen denken. Also, das war schon ein bisschen hart, oder? Na, es ist doch so, es ist doch Meinung. Ich habe mich an meinen Menschen mit den Nutzer, was soll denn das? Darauf, wer hat denn das gesagt? Natürlich ist es gefallen. Wer hat denn das gesagt? Franzi hat's gesagt. Na, und? Aber hat sie es genau so gesagt? Ja, sie hat's so gesagt. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ja, du warst doch dabei, dass ja, du daneben gestanden. Wir haben schon drüber nachgedacht. Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Oh. Nutte oder Prostituierte? Prostituierte, hat sie gesagt. Ich kann mich echt nicht Wenn ich es aber so sehe, dann sehe ich das immer so. Man kann das aber, weiß ich nie, sag ich irgendwie. Warum muss ich das verherrlichen oder verschönern, wenn ich Ey, so wenn denke? Man, das ist eine Umgangssprache, sowas sagt man einfach nie, Franzi. Ey, was du manchmal für Worte in den Mund nimmst, das finde ich vielleicht nicht gut und du findest das jetzt vielleicht nicht gut. Ich akzeptiere dich doch so, wie du bist, ja, aber deshalb kann ich auch denken, was ich... Ja, mach aber ich trotzdem ja auch. Muss man sich ein bisschen in seinem Wortfall zusammenreißen. Ja, aber warum soll sie sich jetzt, hätte sie sich jetzt zu dir hinkommen können und sagen, ey, du benimmst dich wie eine Nutte, leg dich mal ins Bett? Hättest du es besser gefunden? Darum nee, geht's mal erst geht nicht darum. Darum geht's, genau darum Pass auf, geht's. Pass auf, ich hab keinen Bock, heute darüber zu reden. Heute ja, ist sowieso ein Scheißtag. Ja. Okay. Mensch, Natalie. Richtig zuhören. Franziska meint doch dein Verhalten beim Strippen und nicht dich als Person. Abseits vom großen Streitherd sind Carsten und Nicole auf Informationen aus zweiter Hand angewiesen. Die diskutieren haben gerade so eine Diskussion da drüben. Was, mit unseren Teamkollegen? Ja. Ja, über die Stunde der Wahrheit. Ach, schon wieder? Wir können nicht dabei sein. Wir können nicht dabei sein, so ein Mist. Eigentlich war ich nicht im Video, nehme ich mal an. War meins schlimm? Hey, ich weiß nicht, die ist da ganz alt, glaube ich, da. Sie wollte darüber nicht reden, hat sie trotzdem gesagt. Ich glaube nicht, dass es so schlimm war bei mir. Kannst du mir nicht vorstellen. Bei mir auch nicht, oder, Toni? Was war denn bei Carsten? Erzähl mal. Also ich möchte es, wenn sie sagt, soll sie es selber sagen. Ja, sie kommt doch nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie kommen wird. Naja, du musst ja... Nee, nicht heute. Heute machen wir erstmal hier in Ruhe. Morgen oder so. Morgen, übermorgen, nächste Woche. Bei mir auch so schlimm? Und du warst auf jeden Fall dabei. Naja, sie war auch bei meiner dabei, oder? Ja, mit harten Bandagen in den Kampf, Junge. Ich würde sagen, wir sprechen sie einfach mal. Wir rufen dann einfach mal. Nein, sie ganz, ey, komm mal raus. Nicht heute. Ach stimmt, morgen beim Sonnenschein ist das viel. Oder willst du heute dann? Nee. Und? Mein Diplom? Eigentlich will ich gar nicht, weil ich bin mir nicht bewusst, dass ich... Warum muss ich jetzt ankommen und sagen, war ich auch dabei? Ja, eben. War ich schlimm? Ja. Muss ich doch selbst wissen, ob ich schlimm war. Ich glaube nicht, dass es richtig, richtig fies war. Oh Mann, ey! Der Carsten! Ey, großes Dennis! Sekunde kurz. Schnelle Notiz. Morgen früh Blumen am Tempel für Carsten ablegen. Ey, wie geil, ey! Entschuldigung. Meine Damen und Herren. Und insbesondere meine Herren, hier ein kleiner Tipp für Sie. Wenn Frauen nicht nur einen dicken Hals haben, sondern auch ordentlich Prosecco, nehmen Sie sich einfach ein Gläschen, setzen Sie sich in die erste Reihe und genießen Sie. Aber jetzt mal noch mal ganz kurz eine andere Frage, Natalie. Soll es denn jetzt die ganze Zeit so weitergehen, dass du uns nicht mehr anguckst und dass du schlechte Laune hast? Ich hab keine schlechte Laune. Ja, du kannst mir noch nicht mal in die Augen gucken. Ich kann es heute nicht. Nee, ich kann es nicht. Ich aber morgen geht's wieder, oder was? Vielleicht, ja. Ich kann aber nie in den nächsten Moment, wie sie gesagt, warum hast du nicht mit mir geredet? Ich kann es einfach nie. Ich kann hier in den nächsten Moment mit dir sprechen und mich darüber auslassen. Ich habe vorhin zu ihm schon gesagt, ich brauche erstmal ein bisschen meine Ruhe. Das war Zufall, dass der Micha zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, was war denn so schlimm? Dann habe ich nur das mit dem Carsten erzählt und das mit der Franzi, was sie gesagt hat. Du warst richtig fies.
Ja, weil es auch so empfunden wurde. Wieso geht man zum Toni und sagt zum Toni, sag mal, mach mal ein bisschen ruhig. Wieso kommt man nie zu mir? Ich denke, wir sind ein geiles Team. Warum kommt man nie zu mir und sagt, weil du nicht meine Freundin bist, deshalb. Ach, meine Freundin. Hier drin hat man keine Freunde. Doch, du vielleicht nicht, ich schon. Ja Gott, ich hab Dani und Lelo, ja. Das sind nicht deine Freunde, hast du gerade gesagt. Es ist nicht nur über dich gesprochen worden. Es ging um alle, die sich daran beteiligt hatten. Und es ging nicht nur um dich. Es ging um alle, die damit dran beteiligt waren. Also, das war jetzt heute nur ein spezieller Auszug für dich, der gezeigt worden ist. Das will ich dir aber nur sagen. Pass mal auf, Peggy, ich habe damit kein Problem, wenn jemand über mich eine Meinung hat. Ich habe damit kein Problem. Es war noch nicht mal eine Meinung, es war einfach nur situationsbedingt. Horch mal. Für mich, wenn man in Ding sagt, in von der Situation sagt, heraus, von der Situation heraus, die dort präsent, die dort zu sehen war, hat man aus der Situation heraus was dazu gesagt. Wie Franzi geguckt hat. Niemals. Die kann ich vielleicht auch besser leiden. So fängt's vielleicht schon an. Gut, ist eine andere Sache. Trotzdem fand ich sehr heftig. Ja. Aber ich find's genauso scheiße, wenn jetzt hier da der Riesenbrei draus gemacht wird. Nur mit mir wollte sie nicht sprechen darüber. Ja, mit Carsten spreche ich gar nicht mehr. Findest du das? Aber wir reden doch miteinander. Oh, guck mal. Franzi flippt aus. Recht hat sie. Ich finde die ganz gut. Ich finde Franzi eigentlich ganz gut. Ich finde Franzi richtig cool. Ich habe meinem Leben viel mitgemacht, bestimmt jeder von uns. Aber wenn ich dann höre, der müsste man eine klatschen, wenn das meine Freundin wäre, da wird mir schlecht. Durch diese Stunde der Wahrheit kriegst du so Sachen zu Ohren und du musst versuchen, damit klarzukommen. Du musst bei jedem. Du, ich komme damit klar. Es ist logisch, dass aber du nicht 14 Leute. Ganz kurz, fünf Stunden danach damit klarkommen musst, Nata, was über mich geredet wurde. Es ist klar, dass du nicht 14 Leute hier mögen kannst und es ist darum auch klar. Geht's ja, gar nicht, ja, aber schon gesprochen. Ja, aber dass du dich auch nicht verstehen kannst. Ich sagen können, ich habe jetzt keine Lust. Lass uns später darüber reden. Später? Nee, du bist abgehauen und hast gesagt, ich habe keinen Bock mit euch darüber zu unterhalten. Weil ich keinen Bock in dem Moment hatte. Guck mal aufs Datum, guck mal, was heute für ein Tag ist. Das haben wir ja auch verstanden. Dass heute alles aufeinander gekommen ist, dafür kann ich nichts. Mitten in der Hitze des Gefechts tritt Jupp seinen Dienst im reichen Bereich an und sorgt zumindest kurz für Heiterkeit. Danke. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Guten Abend. Die Brille brauchen wir ganz oft aufsetzen, das langt, wenn es obligatorisch, ja, genau, traditionell so. Gut, okay. So hinter zu mir. Guten Abend. Aber dann ist gefallen, gibt dahinter. So. Hallo. Sieht gut aus, Jupp. Servus. Geh mal an die Tür, Jupp. Jupp, geh mal an die Tür. Der Carsten ist bestimmt mal süß. Oh, du musst hier nach hinten machen, nach hinten, wir haben neues Personal. Wie hab ich neue Erkenntnis? Die Hände. So? So läuft ein Pinguin. Ja, pass auf. Ein Königspinguin. Königspinguin, ja, ist die Schöne. Ja, Königspinguin. Langsam. Was willst du? Das heißt so. Das sieht gut aus. Mein Schirm, so schön habe ich ihn noch nie gesehen. Das sieht echt gut aus. Komm mal her. Damit kannst du einen Oscar reisen. Damit wir so einen Oscar kosten. Das Aber der hat was, war der Typ? Der hat was, sieht der hat was. Aus, ne? Zum ersten Mal kann man sich jetzt einigermaßen vorzeigen. Komm mal her, Jupp. Komm mal her. Der hat irgendwas. Sieht gut aus, ne? Hab ich doch schon immer gewusst. Guck ihn an. Klasse. Ach du Klasse. Scheiße. Was ist mit der Brille da oben? Steht dir? Ja? Sieht sie echt gut aus. Kann man so einen Putzdienst zu machen? Nein, nein, logisch. Was machst du denn? Service, bedienen und so weiter? Nee, was mach ich eigentlich? Ich glaube, saugen. Na, lässt dann wahrscheinlich, wa? Das wird am besten kannst. Pass auf, dass du nicht über die Füße staubst. Dass ich vielleicht hätte ein anderes Wort benutzen sollen, das tut mir leid. Meint es Franziska wirklich ernst? Gleich. Die pflegendste Nivea-Spülung mit Nutrivitamin verbessert die Struktur des Haares. Für beste Kennbarkeit